Mystisch und gruselig ging es zu bei Criminals 2, das bekannte Musik-Performance-Ensemble Skalgala unter der künstlerischen Leitung des Perkussionisten Georg Edlinger baute mit seiner Produktion Crime #2 eine emotionale Brücke in die Gegenwart. Ich habe mir damals gedacht, es wäre toll, hier auch ein Projekt zur Lange Nacht der Museen zu machen. Wir sind hier jetzt seit 4 Jahren hier, wo ich das organisieren darf, eben im Auftrag der Kulturabteilung der Stadtgemeinde Amstetten. Es ist so, dass ja das Schloss Ulmerfeld ein ganz historischer Ort in unserer Region ist. Und wir haben ja auch hier heute die Möglichkeit, auch über die Funktion des Schlosses etwas mehr herauszufinden. Denn das Schloss Ulmerfeld war in früheren Zeiten ja ein ganz wichtiger Gerichtsort oder Gerichtsstandort. Und daher auch die Betitelung im Rahmen der Langen Nacht der Museen, Criminals 2. Wir werden und wir hören heute Abend verschiedene Gerichtsurteile und Geschichten, was sich hier in der Region abgespielt hat. Das ist so eine Art Theatermusik, kann man sich vorstellen. Also man hat eine Szene oder Filmmusik, man hat eine Szene und die Szene setzt man dann um in Klängen und die Bewegungen dazu werden dann erfunden in Proben vorher. Und die Proben, also die Bewegungen drücken das aus, was dieser Fall oder diese Fälle sozusagen in sich birgt. Die Performance war nur ein Teil des Criminals 2 Events. Verschiedene Räume im Schloss Ulmerfeld wurden bespielt. Ich habe mir heute vom Franz Kafka die Lesung angehört, der Prozess, die musikalisch auch ganz stark emotional verstärkt wurde. Dann war ich drüben im Turm, wo es eben Geschichten gegeben hat über den Prozess, die halt hier auch auf Schloss Ulmerfeld abgehandelt wurden. Naja, und ganz kurz war ich jetzt auch am Dachboden. Das ist ja eigentlich ein Bereich, der sonst nicht zugänglich ist. Und das macht es natürlich auch interessant, im Rahmen der Langen Nacht der Museen auch Bereiche betreten zu können, die sonst nicht für das Publikum geöffnet sind. Ganz super war das drinnen mit dem Kafka, mit dem Prozess. Also das war sehr bewegend. Jetzt war ich oben bei diesen Prozessen, wo es gegangen ist, um Blutschande und so weiter. Das war sehr interessant, sehr gut gemacht. Ja, recht viel weiter war ich noch nicht. Ja, zuerst haben wir eine Führung durchs Schloss gemacht. Das war schon ganz interessant. Den Burggraben haben wir gesehen. Und dann haben wir die Lesung gehabt vom Kafka. Also das war echt beeindruckend. Und jetzt werden wir noch schauen, was wir uns noch anschauen können. Events wie dieses sind wichtig für die Erhaltung des Schlosses Ulmerfeld. Ein Objekt dieser Größe in Schuss zu halten, kostet viel Geld, das durch Veranstaltungen zum Teil hereingespielt werden soll. Sie wollen unsere historischen Gebäude einfach erhalten. Wir haben auch in den letzten Jahren ganz, ganz viel Geld in die Hand genommen, um auch dieses Schloss zu revitalisieren, herzuzeigen, was denn auch die Geschichte dieses Ortes ist, was uns verbindet. Das macht ja auch Identität aus. Und von daher ist es einfach wichtig. Und noch dazu feiern wir nächstes Jahr 1025 Jahre Schloss Ulmerfeld. Hochkultur in historischen Gemäuern, ein Konzept, das hoffentlich auch weiterhin viele Besucher interessiert.